Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode Bubble Time. Heute geht es wieder um die Euro 2016 und bevor wir hier loslegen, ganz ehrlich, 80% von euch kraulen sie doch auch ab und zu mal am Sack. Ist doch ganz normal, was macht man da so einen Stress drum? Meine Güte, Poldi mit dem geilsten Kommentar des Jahres. Bei der Pressekonferenz für die deutsche Nationalmannschaft fand ich richtig gut und ich bin so froh, dass irgendwo dabei ist. Ich mag den einfach richtig gerne. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht heute um die die drei Spiele, die gestern waren. Und das waren um 15 Uhr Tschechien gegen Spanien, um 18 Uhr dann. Oh wei, wir waren da nochmal. Ah, das war die Belgien-Gruppe. Nein, ich habe vergessen, wer da gespielt hat. Schweden gegen Irland. Ha, hab's auch nicht vergessen. Und dann um 21 Uhr Belgien gegen Italien. Ja, komplett falsche Reihenfolge. Eigentlich waren die alle andersrum angesetzt, die Partien. Aber in Ordnung. Nachher spielt noch Österreich. Also was heißt daher? Gleich. Für mich ist jetzt 17.16 Uhr. Also gleich spielt Österreich erstmals bei dieser EM gegen Ungarn. Ja, Österreich-Ungarn gegen wen? Und dann kommt um 21 Uhr noch der Kracher für mich heute Abend. Portugal mit Cristiano Ronaldo und hoffentlich Quaresma oder halt Nani gegen Isländer, die definitiv der Außenseiter sind, aber zu überraschen wussten schon in der Quali. Und diesmal denke ich mal auch. Ich meine, sie haben immerhin dafür gesorgt, dass die Niederlande nicht mitgefahren sind. Von daher, warum nicht? Ja, kleiner Preview zu den Spielen, ja. Oder kleines Preview, habt ihr ja gestern schon bekommen. Meine Tipps haben sich nicht verändert. Allerdings waren meine Tipps gestern richtig beschissen, deswegen, naja. Also, zunächst einmal, Spanien gewinnt mit Biegen und Brechen 1:0 gegen Tschechien. Und muss man ganz ehrlich sagen, sie haben komplett dominant gespielt. Sie waren wirklich gut. Tschechien hat einige gute Aktionen gehabt, gar keine Frage. Die haben auch nicht so schlecht gespielt. Sich defensiv präsentiert, wie das sein musste, haben sich hinten reingestellt. Aber was war das bitte von Spanien? Es war teilweise wirklich grauenhaft. Ich habe mich gefragt, ganz ehrlich, Leute, schießt! Einfach nur schießen. So schwer kann es nicht sein. Ja, in wie vielen Situationen, die nochmal und nochmal und nochmal und nochmal quer gespielt haben, wie Bayern, einfach den Ball ins Tor reintragen müssen in so einem Turnier. Also Tschechien ist ein guter, ne? Auch wenn du vor dem stehst, ist es nicht gegeben, dass das Ding reingeht. Und im Endeffekt war es dann mal eine Flanke, die nicht flach kam, sondern hoch, die dann Piqué verwertet zum 1:0 mit dem Kopfball, ausgerechnet Piqué, die Harkant, macht dann da die Bude und sorgt für den verdienten Sieg. Vorher hatten Leute Chancen. Aduriz hat klasse gespielt aus seiner Abwechslung. Morata hatte eine Gelegenheit. Wer hatte noch Gelegenheit? Iniesta, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Nolito hat einen, naja, durchgelegt. Ich weiß auch nicht, warum Nolito durchspielt. Beim besten Willen. Morata hat auch gar nicht gepasst. Der hätte normalerweise schon früher rausgehen müssen. Also das war, naja, auf jeden Fall noch ausbaufähig. Aber ich denke mal, ein guter Auftakt im Vergleich zum letzten Turnier, wo man ja ordentlich aus dem Maul bekommen hat von den Niederlanden. Anderes Spiel, anderes Glück und zwar diesmal für Italien. Nein, Quatsch, wir sind erstmal angekommen bei Schweden gegen Irland. Schweden habe ich ganz ehrlich als Überraschungsteam hier festgelegt, weil die eigentlich so einen starken Kader haben. Wenn man sich das Mittelfeld mal anguckt, ich meine, wie viel wird ausgesprochen? Schellström, wie auch immer ausgesprochen wird, ist ein guter, ist alterweise ein guter. Forsberg ist ein guter. Die Defensive ist eigentlich auch recht solide, auch wenn alt teilweise mit Krankenfest und Isaksson. Vorne Ibra und Berg, theoretisch mit dem Guidetti, die sind U21 Europameister geworden, also die haben es drauf. Aber sie haben es nicht gezeigt. Sie haben es absolut nicht gezeigt. Ich weiß nicht, was da los war, aber irgendwas war da los. Irland mit einem richtig starken Spiel, eigentlich verdienter Sieger am Ende, haben aber nicht gewonnen. Warum? Kommen wir gleich zu. Erste Halbzeit komplett dominiert, von Schweden kam eigentlich gar nichts. Zwei richtig gefährliche Abschlüsse aus der Distanz von Irland. Und naja, nach der Halbzeit dann relativ schnell, nachdem sich außen Forsberg komplett vernaschen lässt, war es Forsberg? Ich glaube, es war Forsberg, die Flanke und Wes Hoolahan mit einem richtig geilen Tor, einem richtig geilen Dropkick zum 1:0 mit dem schwachen Rechten. War schon nice, ja, war auch verdient zu diesem Zeitpunkt, gar keine Frage. Danach kam eine kleine Druckphase von Schweden, muss man da ganz ehrlich sagen. Ibra mit ein bisschen Pech teilweise, aber auf jeden Fall hat Schweden da mal gezeigt, was theoretisch in ihnen steckt. Und im Endeffekt war es dann Ibra, der das Eigentor von Kieran Clark, oder von Kieran Clark, wie man ausspricht, erzwungen hat. Geht über außen, flankt in die Mitte und er musste hin. Er musste hin, Guidetti wäre da gewesen, es wäre sowieso das Tor gefallen. Er versucht zu klären, schafft es nicht, macht das Eigentor. Bitter, 1:1. Dann versucht eine der beiden Mannschaften, also beide haben aber ein bisschen versucht, nach vorne zu spielen. Im Endeffekt bitter, dass, sowohl Irland als auch Schweden es nicht gelungen ist, noch den Siegtreffer zu erzielen. Aber gut, für beide in der Gruppe jetzt eine, naja, Mauerausgangslage. Denn zu einer großen Überraschung gewinnt im dritten Spiel des Abends Italien komplett verdient gegen Belgien. Also man muss ganz ehrlich sagen, Italien, mit denen ist wieder mal zu rechnen. Und Belgien ist wieder in diesem Turnier absolut nicht gut gestartet. Sie hatten ein paar Gelegenheiten, ja, ein paar. Man muss ja sagen, die Defensive von Italien ist brutal, egal in welcher Situation. Ja, die sind seit Jahren darauf ausgelegt, defensiv einfach perfekt zu stehen. Und das haben sie auch diesmal wieder getan.
Es gab ein paar Gelegenheiten für Belgien, dazu kommen wir gleich noch, aber Italien hatte das glückliche Händchen und hat in der Anfangsphase auch besser gespielt. 1-0 gemacht nach einem unglaublich geilen Pass von Bonucci über 10 Gegner hinweg auf Giaccherini und der macht den Ball dann rein. Ich glaube, der spielt mittlerweile auch bei Sunderland, ich weiß nicht, wo er spielt, aber auf jeden Fall spielt er irgendwo. Schiebt das Ding rein zum 1-0 vorbei am machtlosen Thibaut Courtois. Geiler Pass, geile Ballannahme, guter Abschluss und Führungstreffer und darauf musste Belgien erstmal klarkommen und das ist ihm nicht so wirklich gelungen. Ich weiß nicht, was da los war, aber es lief irgendwie nicht so wirklich. Lukaku hatte im zweiten Durchgang noch die beste Chance, die er leider Gottes vergibt, aber ansonsten kam da nicht viel. Es gab noch mal ein paar Gelegenheiten, Fellaini noch mal unglücklich, Origi theoretisch, ich glaube Mertens hat wirklich das beste Spiel gemacht. Ansonsten von De Bruyne wenig zu sehen, von Hazard wenig zu sehen, von Lukaku gar nichts zu sehen. Allgemein, das war ein schwaches Spiel. Nainggolan hatte in der ersten Halbzeit eine richtig schöne Schusschance, aber das war's. Also ich war wirklich enttäuscht von Belgien. Natürlich, Italien hat halt gemauert. Und das können die halt auch mega gut. Aber Belgien hat kein spielerisches Mittel gefunden. Das war wirklich schade. Auch vorher, also vor dem 1-0, war Italien für mich die bessere Mannschaft. Und sie haben auch verdient gewonnen. In der Nachspielzeit dann der Konter. Sehr überlegt von Candreva auf Graziano Pelle. Und der macht halt den 2-0-Treffer kurz vor Schluss. Und das war in der Höhe nicht verdient, aber es war ein verdienter Sieg. Und jetzt muss man schauen. Belgien auf jeden Fall in einer sehr schweren Ausgangssituation, sind letzter in der Gruppe. Und Belgien und Schweden sind auch nicht gerade leicht zu spielen, wie wir gesehen haben. Da müssen sie auf jeden Fall ein bisschen liefern. Und nehmen wir einfach mal an, sie spielen noch ein Spiel unentschieden und gewinnen eins. Aber beispielsweise schafft es Schweden jetzt, das Unentschieden halt zu spielen und gewinnt überraschend gegen Italien. Dann ist Schweden weiter, Belgien ist raus und Belgien war Mitfavorit auf diesen Turniersieg. Das ist auf jeden Fall eine ganz kritische Geschichte. Die müssen schauen, was da geht und die müssen sich auf jeden Fall steigern. Italien muss genauso weiterspielen, aber die, wie nennt man das eigentlich? Die Roten, irgendwas mit Rot, Schwarz, Gelb auf jeden Fall, genauso wie Deutschland ja auch. Das war nichts. Ne? Punkt um. Gut, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Reger Austausch ist mal wieder gewünscht. Und schreibt mir eure Tipps nochmal in die Kommentare für das heutige Spiel oder die heutigen Spiele. Ich bin gespannt, was da passiert. Was war eure größte Überraschung gestern an diesem Tag? War es Tschechien, dass sie so lange standgehalten haben? War es Irland, dass sie so gut gespielt haben? War es Belgien, dass sie so schlecht gespielt haben? Bin gespannt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Das kommt morgen. Ich verabschiede mich bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Passt auf euch auf. Und ciao.